Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Wastels Welt. Heute wollen wir mal das Thema Paddleboards beleuchten. Ein Paddleboard. Sinn und Zweck von dem Dingen ist, dass wir quasi einen Montagerahmen haben, auf dem finden alle unsere Pedale, die sonst einzeln rumfliegen, einen Platz, sind fest befestigt, alle Kabel bleiben an offener Stelle, Pedale sind fixiert und alles bleibt ordentlich und ist gut. Wenn man das dann fertig hat, könnte da zum Beispiel so aussehen. Wir finden hier auf einem Rahmen in zwei Reihen die Pedale. Die Pedale sind fest verkabelt, eine Stromversorgung drunter fixiert, alle Kabel befestigt. So kann man nun diesen Klumpen einfach mit sich in der Tasche rumtragen oder in einem Koffer. Viele Hersteller machen viele Paddleboards. Generell haben wir also immer ein Brett, einen Rahmen auf dem Boden, da kommen die Pedale rauf. Aber wo können wir hier denn Unterschiede sehen? Das gucken wir uns jetzt an. Bekanntester Hersteller dieses Produktes ist die Firma Paddletrain. Liegt daran, dass Paddletrain so der erste Hersteller etabliert war, der uns solche Paddleboards angeboten hat. Erst danach poppten so langsam die anderen Hersteller auf dem Markt hervor. Wir haben also einen starr verschweißten Rahmen. Wir gucken uns den Rahmen an und sehen, die Verbindungen sind starr geschweißt, die Füße sind vernietet, alle Dimensionen sind also fix. Befestigt werden hier die Pedale einfach mit Kletttape. Ab Werk ist das Tape nicht drauf, das Board ist blanko, wie wir gerade sehen. Das heißt, es ist eine Rolle, raues eine Rolle, softes Klettband dabei und dir ist quasi die Wahl überlassen, ob jetzt auf das Board rau oder soft kommt. Okay, bei der Firma Rockboard haben wir ein ähnliches Konstrukt. Wir haben also das Board, auf der Oberseite wird mit Kletttape das Pedal befestigt. Aber wir gucken uns mal gerade den Unterschied zu Paddletrain an. Im Gegensatz zu einem Paddletrain-Board, das komplett offen ist, ja, wir also von jeder Seite gut unter das Board kommen, ist das Rockboard komplett geschlossen. Zu jeder Seite. Bis hier vorne diese Öffnung. Diese Öffnung ist dafür da, dass wir Module reinstecken können. Das gucken wir uns gleich auch mal an. Ein Fame Spaceboard. Im Gegensatz zu dem Paddletrain und dem Rockboard ist bei einem Fame Spaceboard das Klettzeug schon ab Werk drauf. Das heißt, du hast nur die Hälfte der Arbeit. Das ist schon mal ganz nett. Dann kann man im Gegensatz zu den starr verschweißten Kollegen hier die Querlattung verändern. Das heißt, du kannst die Abstände der Querlatten verschieben und so dir das Board schön anpassen an deine Pedale. Und wir haben die Möglichkeit, das Board in der Höhe zu verstellen. Der Fuß hat ein Kugelgelenk drin, das heißt, auch bei unebenem Boden, das Ding steht immer richtig gerade. Alle Hersteller, die wir uns jetzt angeguckt haben, ob jetzt ein Fame Spaceboard, ein Paddletrain oder ein Rockboard, da werden die Pedale mit Kletttape befestigt. Warum Kletttape? Weil es für jedermann einfach zu verarbeiten ist. Du kannst es schön mit der Schere schneiden, es ist selbstklebend, man kriegt es easy beieinander und das hält wirklich gut. Aber es kann ja nicht alles gleich sein, wir brauchen ja Unterschiede auf der Welt und deswegen gibt es die Firma Temple Audio. Bei Temple Audio ist das Konzept, dass du eben nicht mit einem Kletttape deine Pedale befestigst, sondern mit sogenannten Mounting Plates. Die Dinger sehen so aus. Eine solche Mounting Plate wird unter das Pedal geklebt, ja? Und diese kleinen Stoppen hier passen halt eben zu dem Muster auf dem Lochblech und dann wird das einfach auf der Rückseite mit einer Schraube gekontert. Das heißt, der Gedanke ist hier, dass du halt eben nicht Kletttape benutzt, sondern diese Mounting Plates werden statt Kletttape drunter geklebt, ja? Und dann hast du halt eben die Pedale mit einer Mounting Plate fest und arretierst das mit einer Schraube. Das heißt, hier werden jetzt deine Pedale mit Mounting Plates befestigt und auf der Rückseite mit einer Schraube fixiert. Ist eigentlich ganz nett, wenn man mal Pedale tauschen möchte, dass du es einfach mit einer Schraube dran und wieder abpasst. Aber letzten Endes, ob jetzt Kletttape oder Mounting Plate, hier klebt wird ja irgendwie trotzdem, ne? Abgesehen von den Mounting Plates haben wir bei Temple Audio aber auch so ein schönes Baukastensystem. Das heißt, deine Pedale werden mit den Plates befestigt und an der Seite findet man hier solche Aussparungen. Diese Platten hier, diese Abdeckung, die kann man rausschrauben und man kann Module einsetzen. Zum Beispiel gibt es ein Vierfach-Klinkenmodul, damit du einfach
von der Gitarre ins Board, vom Board in den Amp und dann auch noch Send and Return. Alles schön in ein zentrales Kabel legen kannst, die also ein Multicore quasi machst und dein Board hat schön ein sauberes zentrales Anschlussfeld hat. Und dann gibt es noch verschiedene Stromadapterkabel. Hier wird einfach auch das Board hat eine Öffnung, das Modul passt da perfekt rein, ja, das Modul passt da perfekt rein und deine Stromversorgung erreicht dann hier das Kaltgerätekabel. Deine Stromversorgung kannst du unterm Rahmen ebenfalls mit Mounting Plates oder Kabelbindern oder sonstiges festmachen. Diese Module werden mit klitzekleinen Schräubchen befestigt und die sind sogar so nett und liefern Schraubenzieher direkt mit dazu, weil besser so. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dieses Baukastensystem, das ist ja hübsch und nett von Temple Audio, ne? Im Gegensatz zu all den anderen Stadtklett hier schön mit den Mounting Plates und schön hier Module und sonstiges. Man muss aber auch unterscheiden. Paddle Train, Fame, Rockboard, die Boards kommen im Lieferumfang mit Tasche oder Koffer. Du hast also die Wahl, wenn du so ein Board kaufst, kriegst du Tasche oder Koffer dazu, ja? Bei einem Temple Audio Board ist das Produkt an sich erstmal nackig, nur der Rahmen. Die Tasche ist extra. Dann bei dem Rahmen sind keine Plates dabei. Die sind extra. Und glaub mir, dieses Baukastensystem ist eine schicke Nummer, aber nicht gerade günstig. Hübsch, aber nicht gerade günstig. Für diese Aussparung hier vorne bei den Rockboards gibt es verschiedene Module, die man da reinsetzen kann. Und jedes Modul hat unterschiedliche Vorteile. Bei Modul 2 zum Beispiel sehen wir, wir haben viermal Klinke, also Gitarre zu Board, Board zu Amp, Send and Return. Wir finden aber auch MIDI und USB. Dass wir also hier ein zentrales Anschlussfeld für die Gitarre haben. Und so ein Modul kommt da einfach vorne rein. Wird natürlich festgeschraubt. Hier sehen wir dreimal Klinke XLR. Und hier sehen wir viermal Klinke DI mit Speaker-Simulation. Alles beieinander. So ein Paddleboard an sich mag jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache sein. Wir haben also einen Rahmen, darauf sind die Pedale befestigt, Kabel dran, Strom drunter, okay. Es gibt aber Alternativen. Zum Beispiel von der Firma Electroharmonix gibt es auch ein Paddleboard, was quasi einfach nur ein Effekt-Bag ist. Wir nehmen eins ganz einfach mit Reißverschluss den Deckel ab. Das Paddleboard ist also einfach nur eine Tasche. Und wir haben quasi ein softes Board. Innen drin ist das Klett drin. Klett-Tab ist mit dabei. Und du befestigst deine Pedale halt eben dann an dem Board. Und schleppst es so mit dir rum. Altmodisch, hier wird natürlich auch sowas hier. Hier haben wir ein Paddleboard, wo wir einfach ein Haubencase haben. Das heißt, Haube, wir nehmen den Deckel ab, im Boden kommen die Pedale hin. Wir haben hier oben eine Leiste mit drin, das uns quasi direkt schon Strom liefern möchte und ein Anschlussfeld. Sowas hier gibt es schon ziemlich lange. Sowas konntest du schon vor 20 Jahren kaufen. Altmodisch hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ausgänge. 5 mal 9 Volt, 1 mal 12 Volt. Bei einem Maximum Current von 400 mA. Das ist nicht viel. Genauso können wir auch sagen, wir haben hier ein 70 cm Board und Anschluss für 5 Pedale, 5 x 9 Volt. Das ist auch nicht viel. Und hier halt eben dann aber mehrere Loops. Loop 1, Loop 2, nee, Loop 1 und Loop 2 mit In-Out. Also haben wir hier ein riesengroßes Board mit klein bisschen Strom und klein bisschen Loop. Führt letzten Endes dazu, dass du der Stromversorgung dann wieder eins danach besser musst. Wenn du jetzt so einen flachen Boden hast, bedeutet das ja, weil wir eben keinen schrägstehenden Rahmen haben, dass alle Pedale gerade in einer Ebene liegen und deswegen die zweite Reihe Pedale halt eben schlecht zu treten ist. Des Weiteren hast du auch nicht die Möglichkeit, Kabel zu befestigen und zu verstecken. Das heißt, es liegt alles nackelig vor dir, sieht öselig aus und tritt sich scheiße, ja? Finde ich vielleicht ein bisschen altmodisch. Dieses altmodische Konstrukt vom Haubencase, wo die Pedale im Boden liegen, die wird natürlich auch in Vielfalt. Produkt ist immer, dass im Boden die Pedale mit Klett befestigt werden, der Deckel ist abnehmbar
Und diese Dinger gibt es in verschiedenen Größen und stellen gleichzeitig die günstigste Variante eines Paddleboards dar. Solche Koffer gibt es schon ab 25 Euro. Wir sind alle Menschen, wir können alles machen, wie wir wollen. Es muss ja nicht ein klassisches Paddleboard sein, wie ich hier gerade gezeigt habe. Da haben wir so einen schönen Montagerahmen im Winkel haben, Pedale mit Klett drauf. Vielleicht möchtest du dir auch einfach eine Holzplatte nehmen und deine Pedale drauf befestigen. Dafür gibt es natürlich auch diverse Lösungen. Von Nobles, das Mounty P. Sind einfach nur kleine Ösen, die kannst du an deine Pedale dran schrauben, damit du die Pedale auf einem Holzbrettchen festschrauben kannst. Vielleicht bist du aber auch ein Gourmet und sagst, boah, meine geilen, teuren Pedale, da hast du ja schnell ein paar tausend Euro vor dir auf dem Boden liegen, da willst du weder kleben, noch schrauben, noch sonst wie basteln. Dafür gibt es dann aber auch Paddle Boots. Ein Paddle Boot ist quasi so eine Art Gummischuh. Das heißt, du hast eine fertige Gummiform, in die du dein Pedal einfach reinlegen kannst. Das Gummi hält das Pedal relativ gut fest. Die Dinger hier bitte in verschiedenen Größen. Für Boss-Pedale, für TC-Pedale, für MXR-Pedale, für ein Crybaby und so weiter. Der Paddle Boot an sich wird natürlich dann als Gummibauteil an deiner Platte, an deinem Holzbrettchen festgeschraubt. Aber dein Pedal sitzt dann quasi einfach in dieser Gummihalterung. Für die bekannten Markenhersteller gibt es die fertigen Formen. Und hast du irgendwas, was nicht so einer Form entspricht, gibt es dafür Flex 4, heißt das, diese Klötze zum Dranschrauben, hält dann auch fest. Somit wird dein Pedal also gar nicht beschädigt, wird ganz sanft und sicher festgehalten und man kann es schön rein und rausnehmen. Mit der passenden Aussparung für Strom und sowas. Okay? Und was gibt es noch? Von der Firma Boss gibt es solche Plastikkoffer. Sieht so ein bisschen aus, als würdest du mit einem Akkuschrauber spazieren gehen. Ist aber tatsächlich ein kleines Board mit der vorgeprägten Form von so einem Boss-Pedal. Man kann also drei Boss-Pedale da reinlegen und die sind dann miteinander verpatcht und du hast hier so einen kleinen Köfferchen mit dir rein. Nachteil sehe ich hier da drin, dass es keine Befestigung für andere Pedale gibt. Das heißt, dann musst du doch wieder mit Kletttape hantieren, weil fertig gut da reinpassen tun hat nur die Boss-Pedale. Natürlich gibt es dieses Köfferchen nicht nur klein, sondern auch in einer mittleren Größe. Hier passen so drei Pedale rein, hier passen so sechs Pedale rein. Und wenn irgendwer eine super Idee hat und man denkt sich, oh, das war eigentlich eine coole Idee, dann gibt es das natürlich auch von anderen Herstellern. Bei einem Boss BCB60 ist es schon ein bisschen cooler. Die Pedale sind in so vorgestanzten Formen. Man legt das Pedal so da rein, dann wird es halbwegs gehalten, ja. Und dann hast du hier so einen Kabeltunnel. Den Kabeltunnel kannst du halt eben öffnen, Daisy Chain kommt rein, hast dann ein zentrales Netzteil, versorgst damit deine Pedale, ja. Man könnte auch noch die Patchkabel da durchlegen. Und wenn man so ein Ding kauft, ist tatsächlich Stromversorgung sowie Signal für eine Verkabelung, sprich das Netzteil und die Patchkabel sind damit dabei. Egal, wer jetzt auch diese Kunststoffkoffer anbietet, gibt es doch ein gemeinsames Problem. Diese Verschlüsse hier, die brechen ab, die gehen richtig schnell fliegen. Das kann 3 Tage, 3 Wochen, 3 Jahre dauern, aber die gehen fliegen. Mein persönliches Fazit. Viele Hersteller bauen viele Paddleboards, schon klar. Wenn wir jetzt Standardgrößen vergleichen, wir sehen hier 60 breit, mit so 35 tief, ja. In der Preisklasse 60 breit, 35 tief liegt zum Beispiel so ein Fame Spaceboard mit Tasche und befestigtes Material bei so 58 Euro. Ein vergleichbar großes Paddle Train mit Tasche so 90 bis 100 Euro. Das Rockboard ein klein bisschen mehr, aber so ein Temple Audio in der Board in der Größe. Da kostet das Board alleine 90 Euro, aber da ist jetzt keine einzige Mounting Plate und nicht mal eine Tasche mit dabei. Also die Boards sind optional mit Tasche oder mit Koffer. Du kannst dir dein Board in deiner Größe also mit Tasche oder Koffer kaufen. Und je nach Hersteller bekommt man auch die Koffer einzeln zu kaufen. Ist hier und da aber recht teuer, wenn man die Koffer einzeln nachträglich holt. Natürlich nicht bei allen. Das Thema Paddleboards, es gibt Koffer mit abnehmbarem Deckel oder Montagerahmen, gerade flach oder mit Winkel, Pedale kommen drauf, Strom kommt runter. Somit geht natürlich das Thema Paddleboard quasi Hand in Hand mit Paddleboard und Stromversorgung. Und selten, aber ja, auch hier kommt zwischendurch mal Innovation.
Von Fame gibt's das Spaceboard Go. Du hast also ein Paddleboard, einen Montagerahmen und in den Rahmen drin schon die Stromversorgung eingebaut. So hast du also in einer Anschaffung mit einem Produkt dein Board mit Befestigungsmaterial, Stromversorgung, stromführende Kabel, Tasche, alles mit dabei und fertig. Ja, Freunde, das war alles von mir zum Thema Paddleboard. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen da. Wer uns noch nicht kennt, soll uns gerne abonnieren. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Wastels Welt. Soll ich eigentlich in die Kamera gucken oder in die? Besser so. Den knall ich gleich so dahin. Das ist nicht viel. Genau. Warte mal, gehen wir mal kurz eine Sekunde mich zusammen.